Den Männerjob haben wir hinter uns gebracht, aber in der Challenge Mann gegen Frau kommen wir jetzt zum typischen Frauenjob. Und wir befinden uns in einem Beauty-Salon. Ich fühle mich siegessicher. Mit Make-up und Co. haben Männer meistens nicht viel im Sinn. Das würde ich nicht unbedingt bestätigen. Ich habe vielleicht ein paar Wissenslücken, aber mir steht immerhin ein echter männlicher Profi zur Seite. Oh, er heißt Marco und da kommt er auch schon. Hallo, ihr zwei. Grüß dich. Was hast denn du dabei? Ja, eure erste Challenge ist nicht ungefährlich und deswegen habe ich vorgesorgt. Was muss ein Kosmetiker außer dem Erste-Hilfe-Kasten mitbringen? Tja, ein Kosmetiker sollte auf jeden Fall ein offenes Ohr haben, gut zuhören können. Ein bisschen Kreativität gehört natürlich auch dazu. Zeit für die erste Herausforderung im Beauty-Salon. Womit fangen wir an, Marco? Tja, Joey, du hast die Schere in der Hand. Es geht direkt zum Haareschneiden über. Doch jetzt klinke ich mich aus. Das kleine Einmaleins macht direkt meine Kollegin, die Manuela. Beim Haareschneiden gilt, zuerst nach der natürlichen Fallrichtung den Scheitel finden und immer wieder kämmen. Die Haare in Partien abteilen, um Stück für Stück die Frisur zu schneiden. Immer kleine und rasche Schnitte machen, dann wird der Schnitt gerade. Ich habe keinen Schimmer, das wird spannend. Silke, ich weiß, du vertraust mir blind. Ist das angenehm? Ja. Ist auch nicht zu eng. Siehst du, ein erster Schritt ist doch gemacht. Ganz wichtig, immer locker bleiben. Der fällt mir auf. Den nehmen wir jetzt einfach so. Ich finde nicht mal den Mittelscheitel. Da hilft nur die Schamoffensive. Silke, wie war denn dein Wochenende? Wie läuft's bei der Arbeit? Bei meiner Arbeit als Friseur könnte es besser laufen. Was sind denn das für Haare? Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, so heißt es beim Metzger immer. Darf es ein bisschen mehr sein? Genau, meine ich. Jetzt wird's spannend, mein erster Schnitt. Manu, das war doch nicht schlecht für den ersten Schnitt. Für den ersten Schnitt, hat's weh? Ich leide hier, das ist brutal. Du kannst das ja nicht sehen, was hier hinten passiert. Genau, das ist für mich das Problem. Noch das Gute. Damit die arme Silke keinen Herzinfarkt bekommt, habe ich dann doch nur ganz wenig geschnitten. Ist ja auch gut, dass ich nicht ganz so viel weggenommen habe, weil so kann jetzt eben noch der Feinschliff geschehen. Und ich bin gespannt, wie Joey sich schlägt. Als erstes kämmen und abteilen, richtig? Richtig. Das Erfolgsgeheimnis ist, Haare in vier Bereiche abteilen, Mittelscheitel ziehen und aufdrehen. Zwirbel, zwirbel. Oh mein Gott! Kleine Ecke ist hier, schau uns mal. Gut, dass ich die Kante mit Profihilfe noch wegbekomme. Das wäre ja auch jammerschade um die schönen langen Haare. Fertig. Wunderbar. Ich bin schwer begeistert, Joey. Du hast wunderbare Arbeit geleistet. Ich werde jetzt sofort den Fero holen, damit er sich anschauen kann. Genau. Guck dir mal an, wie das aussehen muss. 3:2 in der ersten Frauenjob-Challenge war Fero chancenlos. Ich hab's halt wirklich mit Charme probiert, aber irgendwie bin ich auch damit nicht weitergekommen. Aber ich führe das natürlich von vorne. Wenn du möchtest, darfst du dich gerne wieder setzen. Vorsicht, Fero, sonst wird daraus ganz schnell ein Flirt am Arbeitsplatz. Und auch wenn das Sprichwort heißt, in der Liebe ist alles erlaubt, stimmt das im Job nicht immer. Mhm. Die Do's and Don'ts zum Liebesgeflüster am Arbeitsplatz erklären wir jetzt in der Rubrik So geht's. Ich hab's doch immer gesagt, niemals den Füller in Firmentinte halten. Ja, uns beiden kann das sowieso nicht passieren. Und jetzt schon erst gar nicht, weil es geht nämlich auf die entscheidende Phase unserer Job-Challenge zu. Und es werden ab sofort nur noch Nägel mit Köpfen gemacht. Die nächste Challenge sieht so aus, das STS-Logo muss auf den Fingernagel mit Lack und Glitzer. Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, außer dem Zeitlimit von 15 Minuten. Du schreibst nur noch STS, oder was? Ja! Im Ernst jetzt? STS, das habe ich mir schon gedacht. Das sieht ganz geil stylisch aus. Boah, das sollte wirken. Männer, aufgepasst! Maniküre ist nicht länger nur Frauensache. Immer mehr männliche Fingernägel werden gefeilt und poliert. Und das lohnt sich, denn gepflegte Männerhände sind für jede zweite Frau entscheidend bei der Partnerwahl. Du meinst eine Mickey Maus, oder?
von wegen Mickey Maus. Künstlerische Freiheit wird mir den Punkt bringen. Das ist auch so geil, oder? Joey, einmal losgelassen, zack, Farben alle rüber. Eine braucht sie nun mal auch nur. Dafür gebe ich dir den Tipp, wenn es zu ist, vorher schütteln, dann hast du bessere Farbeauftrag. Hast du es auch gemacht? Nee, ich habe nicht geschüttelt. Die Zeit neigt sich dem Ende. Nein, noch nicht. Ein noch. Nein, noch nicht. Noch mal, warte. Verlängerung. Joey, Stift weg. Servo hat... Stift weg. Was hast du gemacht? RTL 2. Ich hab gerade gezählt. Wir haben so noch 1, 2, 3, 4 Finger noch übrig. RTL 2. Und so. Du wolltest auch noch, aber... Ich wollte. SD. Ne? SD. Ja. Ist die Frage, was jetzt zählt, ja? Meine Fingerfertigkeit zählt und ich bekomme den Punkt.